Detektive der Vergangenheit. Ungelöste Fälle. Bewegendes Schicksal. Große Geschichte. ZDF History. Wozu Menschen fähig sind. Wo das Recht an seine Grenzen stößt. Warum Ermittler allzu oft im Dunkeln tappen. Die großen Kriminalfälle der Geschichte. Wie moderne Technik alte Rätsel lösen kann. London 1888. Im East End verbreitet ein geheimnisvoller Serienkiller Angst und Schrecken. Innerhalb von 2,5 Monaten tötet er 5 Prostituierte. Teilweise wurden den toten Organe entfernt, mit auffällig präzisen Schnitten. Also ist durchaus davon auszugehen, dass der Mörder über anatomisches Wissen verfügte. Es konnte ein Arzt gewesen sein oder ganz banal ein Schlachter. Die Journalisten nennen ihn Jack the Ripper, Jack den Aufschlitzer. Er genießt zweifelhafte Popularität, auch weil mit dem neuen Rotationsdruck Zeitungen schnell und billig hergestellt werden können. Zeitungen müssen verkauft werden, müssen wirklich auf der Straße verkauft werden, wie man sich das vorstellt, über Zeitungsjungen. Und die schreien heraus, was in diesen Zeitungen steht. Und auch damals, trotz der viktorianischen Doppelmoral, verkaufte sich Geschichten über Sex und Crime sehr gut. Und deshalb versuchten die Zeitungen eben, sich in der Schilderung brutaler Details zu überbieten. Der Ripper ist die erste Sensation des neuen Massenmediums Zeitung. Doch die meisten Stories über ihn sind frei erfunden. Also spricht hier alles für einen völlig unorganisierten Täter, der sich Menschen als Opfer ausgesucht hat, die sich recht leicht zum Opfer machen lassen, aufgrund der Tatsache, dass diese Prostituierten im Prinzip nicht in der Lage waren oder willens waren, irgendjemand abzulehnen, konnte auch er mit jeder Prostituierten, wo er Kontakt haben wollte, Kontakt haben. Prostitution ist im heruntergekommenen East End das umsatzstärkste Gewerbe. 100.000 Menschen. Armut. Alltägliche Gewalt. Schuld an allem, so glauben viele, seien die Juden. Was liegt da näher als der Verdacht, auch Jack the Ripper müsse ein Jude sein? Angeblicher Beweis, ein Graffiti des Täters an der Goulston Street. Darin kommt das Wort Jude vor. In diesem Viertel, in dem diese schrecklichen Taten passiert sind, war ein nicht unerheblicher Anteil an jüdischer Bevölkerung. Die haben schon seit dem Mittelalter als Sündenböcke gedient, als Brunnenvergifter, als Verursacher der Pest. Und in der damaligen Zeit begann auch wieder Antisemitismus zu entstehen. Und deswegen war das eigentlich naheliegend, dass man zuerst mal versucht hat, einer Minderheit die Schuld an diesen Taten zuzuschreiben. Bekennerschreiben tauchen auf. Es sind Hunderte. Die meisten stammen von Trittbrettfahrern, doch es gibt auch 3 Schreiben des vermutlich echten Rippers. Über seine Motive und seine Identität verraten sie nichts, zumindest damals nicht. Heute heften sich Wissenschaftler mit moderner Technik erneut auf die Spur des Serienmörders und kommen zu verblüffenden Ergebnissen. Ein Labor in Australien entdeckt 2006 DNA-Spuren einer Frau auf den Ripperbriefen. Der Verdacht fällt auf eine gewisse Mary Percy. Denkbar ist diese Annahme durchaus. Mary Percy tötete ja die Freundin des Ehemannes nach demselben Strickmuster oder nach einem ähnlichen Strickmuster. Ob sie aber die Rippermorde begangen hat, das bleibt weiterhin unklar. War Jack the Ripper in Wahrheit eine Frau? Wir haben nur ganz wenige weibliche Einzeltäter, die als Serienmörder bekannt geworden sind. Und dort spielt Gift eine große Rolle und dort geht es nicht um Verstümmelung. Es wäre durchaus denkbar, dass eine Frau im Zusammenhang mit einem männlichen Täter gemeinsam als Paar durchaus auch in der Lage wäre. Aber das wäre eine äußerst gewagte Theorie. Mary Percy wird eines Mordes überführt und dafür gehängt. Jack the Ripper schlägt danach nicht mehr zu. Doch das kann auch andere Gründe haben. Der Fall bleibt ungelöst.
In unserem nächsten Fall geht es um Selbstjustiz und um irritierende Sympathien für eine Täterin. März 1981. Die schwersten Tage im Leben der Marianne Bachmeier. Eine Mutter auf dem Weg zum Prozess gegen den Mörder ihrer Tochter. Ein Jahr zuvor. Anna, 7 Jahre alt, ist am Abend des 5. Mai verschwunden. Nachbarn haben gesehen, wie ein Mann sie angesprochen hat. Nur Stunden nach Beginn der Suche steht fest, Anna ist tot. Erdrosselt, 100 Meter vom Haus der Eltern entfernt, in der Wohnung von Klaus Grabowski, einem vorbestraften Kinderschänder. Grabowski gesteht die Tat und gibt an, die kleine Anna habe ihn provoziert. Diese unterstellte Beteiligung des Opfers ist etwas Typisches für Menschen, die Kinder missbrauchen. Viele ihrer Wünsche und Fantasien einfach in das Kind, in das Opfer hinein interpretieren und einfach in ihrem Sinn dann entscheiden, sie haben eigentlich nur etwas gemacht, was das Kind wollte. Das ist etwas, wo ich einfach die Schuld bei meinem Opfer lasse und vor mir selber einfach ein bisschen besser dastehe. Laut Obduktion hat Grabowski Anna nicht vergewaltigt. Ob er sie auf andere Weise missbraucht hat, weiß nur er. Doch Grabowski spricht nur nebulös von einer Mitschuld des Mädchens. Es war am dritten Verhandlungstag, dass ich auf dem Flur hörte, er wollte eine Aussage machen. Ich habe das missverstanden, es ging um jemand anders. Jedenfalls ich hörte mit seinem Anwalt und dem Richter sprechen, er wollte eine Aussage machen. Ich habe gedacht, so, jetzt kommt die neue, jetzt hat er sich die neue Konstruktion gemacht. Wieder eine Lüge, was das Kind gemacht hat, was nicht gemacht hat. Und da ging es bei mir irgendwie nur noch, dieser Mund ist, also über meine Tochter wird nicht noch einmal öffentlich hergezogen. Zum ersten Mal kommt es in einem deutschen Gerichtssaal zu einem Fall von Selbstjustiz. Um 9.58 Uhr betritt Marianne Bachmeier den Sitzungssaal des Lübecker Landgerichts. Unter den Zuschauern sind auch die Schüler einer 9. Klasse. Klaus Grabowski sitzt auf der Anklagebank und blickt zum Richtertisch. Aus 3 Metern Entfernung gibt Marianne Bachmeier 8 Schüsse ab. 6 Treffen. Sicherheitskontrollen gibt es keine. Ungehindert kann Marianne Bachmeier die Tatwaffe, eine Beretta Kaliber 22, in den Gerichtssaal schmuggeln. Klaus Grabowski ist sofort tot. Ich hätte dasselbe gemacht, was Frau Bachmeier gemacht hätte. Das hätte ich auch getan. Sie hat ihn im Gerichtssaal geschnappt. Die Frau hat es richtig gemacht. Ich hätte ihn noch zerstückelt. Ein Unterstützerverein sammelt 100.000 Mark für die schöne Mutter, die ihr Kind gerecht hat. Marianne Bachmeier unterzeichnet einen Exklusivvertrag mit der Illustrierten Stern für 250.000 D-Mark. Das große Interesse der Medien sorgt dafür, dass immer mehr Details über das Vorleben der Marianne Bachmeier ans Licht kommen. Mit 16 war sie zum ersten Mal schwanger, mit 18 zum zweiten Mal. Beide Töchter gibt sie zu Pflegeeltern. Sie arbeitet als Kneipenwirtin, kümmert sich viel zu wenig um ihre dritte Tochter Anna. Auch für sie ist schon eine Pflegefamilie gefunden. Diese Anschuldigung, die dann aufkam, dass sie auch Anna eigentlich hat loswerden wollen, davor konnte sie sich durch ihre Tat dann schützen, indem sie zeigt, dass sie doch bereit war, für ihre Tochter alles zu tun, einen anderen Menschen zu erschießen und eben auch ganz bewusst dann auch eine gewisse Strafe dafür in Kauf zu nehmen. Nur welche Strafe? Das Landgericht Lübeck führt einen der schwierigsten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Anklage lautet auf Mord. Die Verteidigung fordert Freispruch. Seit die Presse Einzelheiten ihrer Biografie enthüllt hat, sind die Sympathien der Öffentlichkeit für die mütterliche Rächerin merklich abgekühlt. Natürlich muss sie verurteilt werden. Es berechtigt sie noch lange nicht dazu, jemanden umzubringen. Das ist kaltblütiger Mord, nicht? Hinterhältiger Mord. Wenn wir die Blutrache einführen und es nicht zum Urteil kommt, dann sieht es sehr schlecht aus mit unserer Gerichtsbarkeit. Die Staatsanwaltschaft rückt ab vom Vorwurf des Mordes. Heimtücke können die Richter nicht erkennen. Wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes muss Marianne Bachmeier 6 Jahre ins Gefängnis. Ein salomonisches Urteil? Für das Gericht stand fest, Marianne Bachmeier musste bestraft werden, denn es handelte sich um einen Akt der Selbstjustiz.
Auf der anderen Seite war das Strafmaß von 6 Jahren an der unteren Grenze. Für Totschlag sieht unser Strafrecht normalerweise 5 Jahre Freiheitsentzug vor, mindestens. Also mit 6 Jahren war man knapp drüber. Nach 3 Jahren Haft kommt Marianne Bachmeier frei. Sie fasst nicht wieder richtig Fuß im Leben. 10 Jahre nach ihrer Freilassung erkrankt sie an Krebs. 1996 stirbt Marianne Bachmeier. Sie wird in Lübeck beigesetzt, neben ihrer Tochter Anna. Unser nächster Kriminalfall. Er handelt von der folgenschwersten Brandstiftung des 20. Jahrhunderts. 27. Februar 1933, 21 Uhr. Feueralarm im Berliner Reichstagsgebäude. Hitler ist seit genau 4 Wochen Reichskanzler. 20 Minuten nach dem ersten Alarm wird ein Tatverdächtiger gefasst. Marinus van der Lubbe, Kommunist, Holländer. In einem Gutachten wurde er beschrieben als ein Einzelkämpfer, der bereit war, gegen alles zu kämpfen, was sich nach Obrigkeit und Autorität angehört hat. Also ein idealer Täter. Aber kann ein Einzelner, noch dazu ein zu 70% Sehgeschädigter, wirklich das ganze Parlament in Schutt und Asche legen? Oder ist van der Lubbe missbraucht worden, als nützlicher Idiot? Unter den ersten Schaulustigen am Brandort sind auch Hitler, Göring und Goebbels. Sie sprechen vom Beginn eines kommunistischen Aufstands, den es zu bekämpfen gelte, mit allen Mitteln. Goebbels schreibt: An die Arbeit, alles strahlt, das fehlte uns noch. Schon am Tag nach dem Brand werden radikale Maßnahmen getroffen. Die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, sie setzt die Grundrechte außer Kraft und führt zu Terror von Staats wegen, vor allem gegen Kommunisten und Sozialdemokraten. Ein Brand als willkommenes Fanal, obwohl es von Beginn an Zweifel gibt an van der Lubbes Alleintäterschaft. Ungeprüft bleibt etwa der Verdacht, SA-Leute könnten unbemerkt durch unterirdische Gänge in den Reichstag und wieder hinaus gelangt sein. Es gibt viele Ungereimtheiten im Umfeld der SA. Zeugen, die zum Beispiel auf eine Beteiligung der SA am Reichstagsbrand hinweisen, sterben auf ungeklärte Art und Weise. Und es ist schon erstaunlich, dass diejenigen, die eindeutig von diesem Reichstagsbrand profitieren, überhaupt nicht damit in Verbindung stehen sollen. Entscheidend bleibt die Frage, ob ein geistig verwirrter Einzeltäter ohne Ortskenntnis überhaupt in der Lage ist, ein Gebäude wie den Reichstag anzuzünden. Brandschutzexperten kommen 2007 zu dem Ergebnis, es müsse Mittäter gegeben haben. Weder Zeit noch Zünder hätten ausgereicht. Warum aber, sagt van der Lubbe mehrfach aus, allein gehandelt zu haben? Im September 33 beginnt der Prozess. Der Gerichtsort ähnelt auffallend dem Tatort. Das Leipziger Reichsgericht ist nach dem Vorbild des Berliner Reichstags erbaut. Der Hauptangeklagte wird vorgeführt. Er wirkt, als stehe er unter Drogen. Außer ihm sind noch 4 weitere Kommunisten angeklagt, darunter der ehemalige KPD-Fraktionschef Ernst Torgler und Georgi Dimitrov, ein prominenter Genosse aus Bulgarien. Die Anklage will eine kommunistische Verschwörung nachweisen. Die Hauptverhandlung gegen van der Lubbe und andere wird fortgesetzt. Die Prozessakten zeigen, das Gericht hat kaum Zweifel am offiziellen Tathergang. Stattdessen wird ausführlich nach van der Lubbes Vorleben und seinen Motiven geforscht. Schon Tage vor dem Brand hatte er am Roten Rathaus und am Berliner Schloss gezündelt, ohne nachhaltige Wirkung. Alle Tatortspuren scheinen auf ihn hinzuweisen. Hinweise auf andere Tatbeteiligte finden sich nicht in den Akten des Reichsgerichts. Marinus van der Lubbe wird zum Tode verurteilt, auf Grundlage eines NS-Gesetzes, das zum Tatzeitpunkt noch gar nicht in Kraft war. Überraschend fällt das Urteil über die Mitangeklagten aus. Bemerkenswert ist, dass das Gericht noch so unabhängig war, dass es die 4 Mitangeklagten freigesprochen hat.
Daraufhin hat Goebbels gewütet und daraufhin wurde dann als ein nationalsozialistisches Gericht, in Anführungszeichen, der Volksgerichtshof eingerichtet. Noch vor dem Urteil von Leipzig befasst sich ein Londoner Gericht mit dem gleichen Fall, in einem Gegenprozess, inszeniert von Exilkommunisten. Auch hier ist die Beweisaufnahme mehr als lückenhaft. Und auch hier steht das Urteil schon vorher fest. Die Nazis waren's. Die Nationalsozialisten haben den Reichstagsbrand virtuos für ihre Zwecke ausgenutzt. Nach dem üblichen und menschlichen Phänomen cui bono, wem nützt es, wirkt das so, als müssten die Nazis auch die Urheber gewesen sein. Das ist aber ein logischer Fehlschluss. Wer sich auf dieses Prinzip cui bono verlässt, ist fast sicher drin in einer Gerüchteküche, aus der er nicht wieder herauskommt. Der Wahrheit näher kommt vielleicht eine neue Studie auf Grundlage von modernen Computermodellen. Sie soll erklären, wie sich das Feuer im Plenarsaal des Reichstags verbreitet hat. Demnach, so die neueste Theorie, könnte es zu einem sogenannten Backdraft gekommen sein, einer Rauchgasexplosion. Bei Feuern in geschlossenen Gebäuden entstehen brennbare Gase, die nicht entflammt werden, solange der nötige Sauerstoff fehlt. Erst als die Feuerwehr die Türen zum Plenarsaal öffnet, strömt plötzlich Sauerstoff hinein. Der jetzt entstehende Backdraft zerstört den Reichstag. Nach diesem Modell könnte auch ein Einzeltäter den Reichstagsbrand verursacht haben. Doch es bleiben Zweifel. Der Hauptzeuge des Geschehens, Marinus van der Lubbe, wird 1934 hingerichtet. 75 Jahre danach hebt die Bundesanwaltschaft das Urteil auf. Der Streit um diesen Kriminalfall wird seit Jahrzehnten erbittert geführt. Unstrittig sind nur die Folgen. Der Anschlag gegen das Symbol der Demokratie ebnete den Weg in die Diktatur. In unserem nächsten Kriminalfall sind Gut und Böse schwer zu unterscheiden. Ein Ganove als Publikumsliebling, die Polizei als Lachnummer. I think you all know me by now. Rio de Janeiro, eines der wohl angenehmsten Verstecke für gesuchte Verbrecher. Ronald Bix heißt dieser Gentleman. Er hat einen englischen Postzug ausgeraubt und genießt dadurch ungeahnte Popularität. Seine Straftat schafft es bis ins Kino. Eine Bande von mindestens 15 Räubern überfällt den Postzug zwischen Glasgow und London. Es ist der 8. August 63. Bix wird an diesem Tag 34. Als Geburtstagsgeschenk gibt es 2,5 Millionen britische Pfund. Heutiger Wert 60 Millionen Euro. Der Überfall läuft ab wie am Schnürchen. Um 3.05 Uhr zwingt ein auf Rot gestelltes Signal bei Sears Crossing den Zug zum Halten. Der Geldwaggon befindet sich direkt hinter der Diesellok. Die Räuber koppeln das Gespann vom Rest des Zuges ab und fahren einen Kilometer weiter, zu einer Brücke. Hier laden sie die Geldsäcke um auf bereitstehende Lastwagen. Nur 18 Minuten dauert der Coup. Erst weitere 20 Minuten später wird die Polizei alarmiert. Scotland Yard riegelt den Tatort ab und dreht im Umkreis von 30 Meilen jeden Stein um. Es beginnt das bis dahin aufwendigste Ermittlungsverfahren der britischen Kriminalgeschichte. Es geht nicht um Mord, aber bei so viel Geld versteht der Staat keinen Spaß. Die Presse äußert offen Sympathien für die vermeintlichen Gentleman-Räuber. Die Täter leben den Traum des kleinen Mannes, die moderne Robin Hood-Geschichte. Sie nehmen es den Reichen und geben es den Armen weiter, also in diesem Fall sich selbst und der eigenen Familie. Es wird niemand getötet, das Geld wird keinem personifizierten Opfer weggenommen, sondern einer staatlich anonymen und gut versicherten Institution. Doch die Täter kommen nicht weit. Ein Bauer macht die Polizei auf die abgelegene Leatherslade Farm aufmerksam. Dort werden Fingerabdrücke von mindestens 15 Tatbeteiligten sichergestellt. 12 von ihnen können ermittelt werden, unter ihnen auch Ronald Bix. Ein bis dahin eher unauffälliger Zimmermann und Familienvater. Vermutlich haben wir hier einen Mann, der in seiner Intelligenz völlig unterschätzt wurde und der einen unheimlichen Antrieb hat und in dieser Kombination eigentlich die besten Voraussetzungen hat, etwas Spektakuläres unabhängig von seiner bürgerlichen Existenz fertigzubringen.
Bix gilt als einer der Anführer. Sein Traum vom großen Geld endet hinter Gittern. Das Urteil: 30 Jahre Haft. Doch Bix hat gute Freunde. Nach nur 15 Monaten gelingt ihm eine spektakuläre Flucht. Die Zeitungen machen ihn zum gerissenen Supergangster. Der Posträuber flieht nach Paris und unterzieht sich einer Gesichtsoperation. Die Ermittler sind ihm trotzdem dicht auf den Fersen. 1969 spüren sie Familie Bix in Australien auf. Ehefrau Charmian wird festgenommen und tagelang verhört. Ihr Mann entkommt nur durch Zufall. Er verlässt Australien, seine Frau und die drei Kinder. Der Posträuber geht nach Rio. Von seiner Beute ist nichts mehr übrig. Unter dem Namen Michael Haynes versucht er es mit ehrlicher Arbeit. Er verliebt sich in die Tänzerin Raimunda und zeugt ein Kind mit ihr. Inspektor Jack Slipper von Scotland Yard setzt alles daran, Bix endlich zurück ins englische Gefängnis zu bringen. Doch als Vater eines brasilianischen Kindes darf er nicht ausgeliefert werden. Slipper fliegt allein zurück. Hier ist Mr. Slipper and Co. Durch die Jagd von Slipper nach Bix ist der Fall des Postraubs natürlich hochinteressant. Stichwort Katz- und Maus-Spiel. Nach geltendem Recht ist Bix ja klar der Böse. Und trotzdem schlagen ihm wesentlich mehr Sympathien entgegen als seinem Verfolger. Als Raimunda ihn verlässt, wird Ronnie Bix alleinerziehender Vater. Einzige Einnahmequelle: das Image des freundlichen Posträubers. Für 60 Dollar frühstückt er mit Touristen. Über seine Mittäter verrät er nichts. Ganoven-Ehre. Bis heute sind mindestens drei Komplizen unbekannt. Von der Beute kann nur ein Bruchteil sichergestellt werden. 4 Jahrzehnte nach der Tat die überraschende Wende im Fall Bix. Mit 71 gibt der Posträuber auf. Weniger das schlechte Gewissen als die hohen Arztkosten in Brasilien zwingen ihn zur Rückkehr nach England. Got him. Er ist gefasst. Keine große Leistung, spottet die Presse. Nicht mal der erhoffte Pappbesuch ist dem Rückkehrer vergönnt. Yeah. That's how it was. Unser nächster Fall. Wie aus einer Hippie-Kommune eine satanische Mörderbande wird. 12. Oktober 1969. Polizeibeamte verhaften den Anführer einer obskuren Sekte. Ein harmloses Blumenkind in den Fängen der Justiz? Sein Anwalt hält ihn für unschuldig. Charlie Manson ist die wohl friedfertigste Person, die ich jemals kennenlernen durfte. Charles Manson, Alter 34, Größe 1,63. Als Kleinkrimineller ebenso gescheitert wie als Musiker. Ist dieser Mann ein bestialischer Mörder? Los Angeles, 2 Monate zuvor. Das Anwesen des Regisseurs Roman Polanski und seiner schönen Frau Sharon Tate. Schauplatz eines Blutbades. Am Steuer seines Autos die Leiche eines 18-Jährigen, der nur zufällig am Tatort war. Auf dem Rasen 2 weitere Tote, Freunde der Gastgeber, erstochen. Im Wohnzimmer die Leichen von Sharon Tate und einem Freund. Sharon Tate, schon mit Anfang 20 ein Star. Schöne Kurven, großes Talent. Sie gilt als neue Hoffnung Hollywoods. Beim Dreh für den Film Tanz der Vampire lernt sie den Regisseur Roman Polanski kennen. Im Januar 1968 heiraten sie. Ein knappes Jahr später wird Sharon Tate schwanger. Im August 69 ist sie im 8. Monat. Ihr Mann ist gerade bei Dreharbeiten in Europa.
Am Tatort bietet sich ein Bild des Grauens. Sharon Tates Körper weist 16 Messerstiche auf. Mit ihrem Blut haben die Mörder das Wort Schwein an die Haustür geschrieben. Das Erstaunliche, das Irritierende am Mordfall Sharon Tate ist, dass es kein nachvollziehbares Motiv gibt. Weder finanzielle noch persönliche Gründe spielen irgendeine Rolle. Die Opfer wurden praktisch und sozusagen einfach so geschlachtet. Die Öffentlichkeit reagiert mit Abscheu und Sensationsgier. 3 Monate tritt die Polizei auf der Stelle, dann bringt diese Frau die Lösung des Falls. Susan Atkins, wegen Diebstahls in Haft, brüstet sich im Gefängnis mit dem Mord an Sharon Tate. Atkins gehört zur Hippie-Kommune des Charles Manson. Der vorbestrafte Parkplatzwächter schart seit Jahren junge, labile Frauen um sich, die sogenannte Manson Family. Nach außen wirkt alles wie eine typische Hippie-Kommune. Flower Power, Hasch und freie Liebe. In Wahrheit unterzieht Manson die Frauen einer Art Gehirnwäsche, verabreicht LSD und zwingt sie zur Prostitution. Auf dieser ehemaligen Filmranch bei L.A. spielt er den Guru. Seine Jüngerinnen sollen mal Jesus, mal Satan in ihm sehen oder beides in einem. Charles Manson hatte eine unglaubliche Wirkung auf Frauen. Sie waren ihm alle hörig und waren bereit, alles für ihn zu tun, was er von ihnen verlangte. Nach Mansons Festnahme im Dezember 69 findet die Polizei heraus, er gab die mörderischen Befehle. Die Frauen führten sie aus. In den Verhören geht es vor allem um das Tatmotiv. Mit seinen Anstiftungen zu diesen Morden verfolgte er einen wahnwitzigen Plan. Nach den Verbrechen an den Weißen wollte er den Verdacht auf die Schwarzen der Stadt lenken, und das sollte wiederum Rassenunruhen auslösen. Und am Ende dieser Rassenunruhen sollten die Schwarzen als Sieger stehen, und die sollten sich der Führung von Manson unterordnen. Also völlig irrsinnig. Ausgerechnet die Beatles hätten Pate gestanden bei seinem Plan, behauptet Manson. Im Song Helter Skelter entdeckt er seine ganz persönliche Hymne des Chaos und in den Pilzköpfen die Reiter der Apokalypse. Vor Gericht wird klar, wie kaltblütig und menschenverachtend die Manson Family mordete. Sharon Tates Bitte um Gnade hatte Susan Atkins mit den Worten quittiert: Du bist mir egal, dein Baby ist mir egal, ihr werdet sterben. Wir haben hier zwei Aspekte. Einmal haben wir natürlich den Drogeneinfluss, der Menschen sehr stark verändert. Und zum anderen haben wir den Gruppeneinfluss, der jeden einzelnen Beteiligten in seinen Möglichkeiten weit über sich hinaus wachsen lässt und der durchaus auch einen Einfluss auf weibliche Gruppenmitglieder hat, nämlich wesentlich brutaler in ihrem Vorgehen dann werden zu können. Das Gericht verhängt für alle 4 die Todesstrafe. Doch die Manson Family hat Glück. Nach einer Gesetzesreform werden die Urteile umgewandelt. In lebenslänglich. Charles Manson sollte nie wieder auf freien Fuß gelangen. Der Mann war gefährlich und der Mann ist gefährlich. Er ist von seinen Ideen bis heute nicht abgerückt. Er ist übrigens auch immer noch der US-Strafgefangene, der die meiste Fanpost bekommt. Also er hat seine Wirkung aus dem Gefängnis heraus durchaus noch. In den USA gibt es Manson-Rocksongs, T-Shirts und Poster. Ein bizarrer Kult um einen Mann, der bis heute keine Reue zeigt. Unser nächster Fall zeigt, wie sehr Vorurteile der Gerechtigkeit im Weg stehen können. 4. Juni 1962. Der aufsehenerregendste Mordprozess der deutschen Nachkriegszeit geht zu Ende. Bierbach Johann, Grüne Vera Maria, wohnhaft in München, sind schuldig. 2 in Mittäterschaft begangener Verbrechen des Mordes. Sie werden zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Ein gerechter Schuldspruch, glauben damals viele. Dabei sind die Fakten eher verwirrend. Eine Villa im Münchner Vorort Pöcking. Am Gründonnerstag 1960 werden hier der Arzt Otto Braun und seine Haushälterin Elfriede Kloh tot aufgefunden.
Brauns Leiche liegt im Erdgeschoss, neben ihm die Tatwaffe und zwei Geschosshülsen. Beweismittel, die nicht ordnungsgemäß gesichert werden. Zunächst glaubt die Polizei an erweiterten Suizid. Demnach habe Braun nach einem Streit Elfriede Kloh im Keller erschossen und sich anschließend selbst im Erdgeschoss das Leben genommen. Zweifel an der Selbstmordtheorie gibt es erst später, bei der Testamentseröffnung. Die spanische Villa des Toten erbt überraschenderweise Brauns Bekannte und vorübergehende Chauffeurin Vera Brüne. Brauns Sohn hat einen schrecklichen Verdacht und geht zur Polizei. War es Mord? Eine nachträgliche Obduktion soll Klarheit bringen. Erst jetzt entdecken Gerichtsmediziner, Braun hat zwei Einschusslöcher im Kopf. Selbstmord ausgeschlossen. Die Verdächtige heißt jetzt Vera Brüne. Das Hauptproblem des Tathergangs ist, man hat eine Tat entdeckt, wo man durch dieses Motiv, Bereicherung, etwas geerbt zu haben, relativ schnell den Schuldigen hatte. Und letztlich hat man jetzt gesucht, wie können wir diesen Schuldigen überführen. Vera Brüne wird verhaftet. Mord aus Habgier. Gemeinsam mit ihrem Bekannten Johann Fehrbach. So die Anklage. In der Presse machen bald pikante Details aus dem Leben der 52-Jährigen die Runde. Vera Brüne streitet alles ab. Auch die angebliche Affäre mit Otto Braun. Sie war zweimal geschieden. Sie gehörte zumindest zum Umfeld der Münchner Schickeria. Und sie entsprach eben überhaupt nicht diesem Mutti-Bild der Adenauer-Ära. Der Prozess gerät zum Medienspektakel. Die junge Republik ist elektrisiert. Eine Frau als Mörderin. Dazu noch gut aussehend und mit Vergangenheit. Im Sprachgebrauch der Zeit eine Lebedame. Der angebliche Komplize Fehrbach, ein einfacher Montageschlosser, sei aus sexueller Hörigkeit zum Mörder geworden. So sieht es die Staatsanwaltschaft. Für ihn interessiert sich die Presse kaum. Als eiskalte Drahtzieherin gilt Vera Brüne. Nach 22 Verhandlungstagen gibt es keine sicheren Beweise. Das Gericht stützt sich auf Indizien und auf Zeugenaussagen von zweifelhaftem Wert. Ein verurteilter Betrüger behauptet, Fehrbach habe ihm die Tat im Gefängnis gestanden. Brauns Sprechstundenhilfe Renate Meyer will gehört haben, wie sich der Doktor an seinem Todestag mit Brüne verabredet hat. Brünes Tochter Silvia erzählt der Polizei, ihre Mutter habe ihr gegenüber die Tat gestanden. Vor Gericht widerruft sie. Mehr als die Zeugen der Anklage schadet Vera Brüne sich selbst. Sie lügt, legt falsche Fährten, drängt Bekannte, ihr ein Alibi zu verschaffen. Alles nur aus Angst, unschuldig ins Gefängnis zu kommen? Für das Schwurgericht ist der Fall klar, lebenslänglich, trotz offener Fragen. Etwa nach dem Hintergrund des Opfers. Otto Braun werden Kontakte zu Waffenhändlern und Geheimdiensten nachgesagt. Er besaß eine Pistole und lebte Zeugen zufolge in der ständigen Angst, ermordet zu werden. Spuren, die nicht verfolgt werden. Auch nicht, als 5 Jahre später ein dubioser ehemaliger BND-Agent auspackt. Der behauptet Ungeheuerliches. Braun sei im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes ermordet worden. Auch wenn es keinen Beweis für dieses Szenario gibt, so lag doch ein Anlass vor, die Verwicklungen des Opfers in Waffenschieberkreise oder Geheimdienste mal zu untersuchen. Doch dazu kommt es nie. Während Brüne im Frauengefängnis Eichach einsitzt, lehnt das Münchner Landgericht insgesamt 8 Wiederaufnahmeanträge ab. Im Dezember 79 wird sie überraschend begnadigt. Nach 18 Jahren Haft. Vera Brüne stirbt 2001 in einer Münchner Klinik. Ihre Schuld bleibt ebenso unbewiesen wie ihre Unschuld. Auch unser
Unser nächster Fall führt in die Welt der Geheimdienste. Und wieder geht es um die Frage aller Fragen. Wer ist der Mörder? London. Englands Hauptstadt ist seit jeher ein beliebter Fluchtpunkt für Verfolgte aus aller Welt. Im Herbst 2006 findet hier der vermutlich teuerste Giftmord der Geschichte statt. Das Opfer? Alexander Litwinenko, ein Geheimdienstaussteiger. 23 Tage kämpft er um sein Leben. Doch erst kurz vor seinem Tod finden die Ärzte heraus, welches Gift seinen Körper von innen her absterben lässt. Radioaktives Polonium, im Wert von mehreren Millionen Dollar. Jahrzehntelang ist Polonium Grundstoff für die Zünder von Atombomben. Jetzt kommt es als Gift zum Einsatz. Ein Zehntel Mikrogramm davon ist tödlich. Litwinenko stirbt an einer hundertfachen Dosis. Es ist eigentlich nicht besonders schlau, jemanden mit Polonium zu vergiften. Da gibt es durchaus ja einfacher zu beschaffende Gifte oder Mittel, die dann auch nicht so leicht zurückverfolgt werden können. Es gibt einfach nur sehr wenige Personen oder Institutionen, die sich Polonium beschaffen können. Offiziell stellt nur Russland Polonium her. Experten vermuten, das Gift, das Litwinenko tötete, könnte aus dem Reaktor Mayak stammen, der 2003 stillgelegt wurde. Ein Kreml-Kritiker ermordet mit russischem Gift? Kreml-Chef Wladimir Putin. Ihn beschuldigt Litwinenko noch auf dem Sterbebett. Putin, der ehemalige Chef des russischen Geheimdienstes FSB, sei zu allem fähig. Der Präsident habe Litwinenko für dessen Ausstieg aus dem FSB bestrafen wollen und für die harte Abrechnung mit dem Geheimdienst auf einer Pressekonferenz. Litwinenko beschuldigt den FSB, den Anschlag auf einen Moskauer Wohnblock arrangiert zu haben, der dann als Rechtfertigung für den Krieg in Tschetschenien diente. In einem seiner letzten Interviews im April 2006 erweitert Litwinenko die Vorwürfe noch. Der derzeitige Geheimdienstchef sei ein Mann, gegen den selbst nach russischem Gesetz ermittelt werden müsse. Der Verdacht passt in eine Zeit, in der Putins Kreml kein gutes Ansehen im Westen hat. Der Milliardär und Oppositionelle Chodorkowski sitzt in einem sibirischen Straflager ein. Der Mörder der kritischen Journalistin Anna Politkovskaya läuft noch immer frei herum. Genauso wie die Hintermänner des Attentats auf den Vize-Zentralbankchef Kozlov. Litwinenko, der Aussteiger, ein weiteres Opfer Putins? Scotland Yard geht mit großer Sorgfalt an den Fall heran. Der Mord hat nicht nur einen Menschen das Leben gekostet, sondern Großbritannien auch die Glaubwürdigkeit seines Schutzversprechens. Polonium ist in kleinsten Mengen nachweisbar. Die Suche beginnt im Londoner Millennium Hotel. Hier soll Litwinenko bei einem Treffen mit zwei russischen Geschäftspartnern vergiftet worden sein. Die Spur der Partikel zeigt, dass die mutmaßlichen Täter nicht nur an mehreren Orten in London waren, sondern auch in Hamburg. Einer der beiden Geschäftspartner hatte hier auf dem Rückflug einen Zwischenstopp eingelegt. Das ruft den Bundesstrahlenschutz auf den Plan. Auch die Flugzeuge sind kontaminiert. Niemand ist ernsthaft verstrahlt, viele aber verunsichert. Ist die Spur nach Moskau Stümperei oder Absicht? Wenn ja, mit welcher Botschaft? Der Einsatz von Polonium als Tatmittel ist ein offener Brief an alle, die sich noch in der Organisation befinden, aber natürlich auch an die restliche Welt. Eine Machtdemonstration. Wir können zwar strafrechtlich nicht verfolgt werden, wir verwenden aber ein Tatmittel, was eindeutig rückverfolgbar ist zu uns. Wir haben die Macht, jeden auf der Welt umbringen zu können, ohne dass man uns verfolgen kann. Und wir bedrohen unsere Leute. Wenn ihr vorhabt, unsere Organisation zu verlassen, geht es euch genauso. Im Mai 2007 erhebt die britische Justiz Anklage gegen diesen Mann. Ex-KGBler und Unternehmer Andrei Lugovoy. Er war einer der beiden Gesprächspartner Litwinenkos und behauptet jetzt, selbst Opfer zu sein. Entweder eines Anschlags westlicher Geheimdienste oder des in London lebenden Milliardärs Boris Berezovsky. Der, so Lugovoy, habe ein Interesse daran, Putins Image zu schaden. Tatsächlich beschädigt der mysteriöse Agententod das Ansehen des Kremls.
Als die Russen britische Ermittlungen in ihrem Land blockieren, kühlen die Beziehungen zwischen London und Moskau merklich ab. Die ganze Sache mutet an wie ein Agentenkrimi aus der Zeit des Kalten Krieges. Bis heute ist nach wie vor völlig unklar, wer diesen Mord begangen hat und ob die Spuren überhaupt zum FSB oder zum Kreml führen. Die russischen Behörden zeigen offensichtlich wenig Interesse an der Aufklärung dieses Falles. Und es bleibt einfach mal abzuwarten, wie es unter dem neuen Präsidenten Medvedev weitergeht. Justitia hat es schwer in der Welt der Geheimdienste. Das hochgiftige Polonium hat zwar klare Spuren hinterlassen, doch wer die Täter sind und ob es überhaupt ein Mord war, bleibt im Dunkeln. Detektive der Vergangenheit. Ungelöste Fälle. Bewegendes Schicksal. Große Geschichte. ZDF History. Wozu Menschen fähig sind. Wo das Recht an seine Grenzen stößt. Warum Ermittler allzu oft im Dunkeln tappen. Die großen Kriminalfälle der Geschichte. Wie moderne Technik alte Rätsel lösen kann. London 1888. Im East End verbreitet ein geheimnisvoller Serienkiller Angst und Schrecken. Innerhalb von 2,5 Monaten tötet er 5 Prostituierte. Teilweise wurden den toten Organe entfernt, mit auffällig präzisen Schnitten. Also ist durchaus davon auszugehen, dass der Mörder über anatomisches Wissen verfügte. Es konnte ein Arzt gewesen sein oder ganz banal ein Schlachter. Die Journalisten nennen ihn Jack the Ripper, Jack den Aufschlitzer. Er genießt zweifelhafte Popularität, auch weil mit dem neuen Rotationsdruck Zeitungen schnell und billig hergestellt werden können. Zeitungen müssen verkauft werden, müssen wirklich auf der Straße verkauft werden, wie man sich das vorstellt über Zeitungsjung. Und die schreien heraus, was in diesen Zeitungen steht. Und auch damals, trotz der viktorianischen Doppelmoral, verkauften sich Geschichten über Sex und Crime sehr gut. Und deshalb versuchten die Zeitungen eben, sich in der Schilderung brutaler Details zu überbieten. Der Ripper ist die erste Sensation des neuen Massenmediums Zeitung. Doch die meisten Stories über ihn sind frei erfunden. Also es spricht hier alles für einen völlig unorganisierten Täter, der sich Menschen als Opfer ausgesucht hat, die sich recht leicht zum Opfer machen lassen, aufgrund der Tatsache, dass diese Prostituierten im Prinzip nicht in der Lage waren oder willens waren, irgendjemand abzulehnen, konnte auch er mit jeder Prostituierten, wo er Kontakt haben wollte, Kontakt haben. Prostitution ist im heruntergekommenen East End das umsatzstärkste Gewerbe. 100.000 Menschen. Armut. Alltägliche Gewalt. Schuld an allem, so glauben viele, seien die Juden. Was liegt da näher als der Verdacht, auch Jack the Ripper müsse ein Jude sein? Angeblicher Beweis, ein Graffiti des Täters an der Goldston Street. Darin kommt das Wort Jude vor. In diesem Viertel, in dem diese schrecklichen Taten passiert sind, war ein nicht unerheblicher Anteil an jüdischer Bevölkerung. Die haben schon seit dem Mittelalter als Sündenböcke gedient, als Brunnenvergifter, als Verursacher der Pest. Und in der damaligen Zeit begann auch wieder Antisemitismus zu entstehen. Und deswegen war das eigentlich naheliegend, dass man zuerst mal versucht hat, einer Minderheit die Schuld an diesen Taten zuzuschreiben. Bekennerschreiben tauchen auf. Es sind Hunderte. Die meisten stammen von Trittbrettfahrern, doch es gibt auch 3 Schreiben des vermutlich echten Rippers. Über seine Motive und seine Identität verraten sie nichts, zumindest damals nicht. Heute heften sich Wissenschaftler mit moderner Technik erneut auf die Spur des Serienmörders und kommen zu verblüffenden Ergebnissen. Ein Labor in Australien entdeckt 2006 DNA-Spuren einer Frau auf den Ripperbriefen. Der Verdacht fällt auf eine gewisse Mary Percy.
Denkbar ist diese Annahme durchaus. Mary Percy tötete ja die Freundin des Ehemannes nach demselben Strickmuster oder nach einem ähnlichen Strickmuster. Ob sie aber die Rippermorde begangen hat, das bleibt weiterhin unklar. War Jack the Ripper in Wahrheit eine Frau? Wir haben nur ganz wenige weibliche Einzeltäter, die als Serienmörder bekannt geworden sind. Und dort spielt Gift eine große Rolle und dort geht es nicht um Verstümmelung. Es wäre durchaus denkbar, dass eine Frau im Zusammenhang mit einem männlichen Täter gemeinsam als Paar durchaus auch in der Lage wäre, aber das wäre eine äußerst gewagte Theorie. Mary Percy wird eines Mordes überführt und dafür gehängt. Jack the Ripper schlägt danach nicht mehr zu. Doch das kann auch andere Gründe haben. Der Fall bleibt ungelöst. In unserem nächsten Fall geht es um Selbstjustiz und um irritierende Sympathien für eine Täterin. März 1981, die schwersten Tage im Leben der Marianne Bachmeier. Eine Mutter auf dem Weg zum Prozess gegen den Mörder ihrer Tochter. Ein Jahr zuvor. Anna, 7 Jahre alt, ist am Abend des 5. Mai verschwunden. Nachbarn haben gesehen, wie ein Mann sie angesprochen hat. Nur Stunden nach Beginn der Suche steht fest, Anna ist tot. Erdrosselt, 100 Meter vom Haus der Eltern entfernt, in der Wohnung von Klaus Grabowski, einem vorbestraften Kinderschänder. Grabowski gesteht die Tat und gibt an, die kleine Anna habe ihn provoziert. Diese unterstellte Beteiligung des Opfers ist etwas Typisches für Menschen, die Kinder missbrauchen. Viele ihrer Wünsche und Fantasien einfach in das Kind, in das Opfer hinein interpretieren und einfach in ihrem Sinn dann entscheiden, sie haben eigentlich nur etwas gemacht, was das Kind wollte. Das ist etwas, wo ich einfach die Schuld bei meinem Opfer lasse und vor mir selber einfach ein bisschen besser dastehe. Laut Obduktion hat Grabowski Anna nicht vergewaltigt. Ob er sie auf andere Weise missbraucht hat, weiß nur er. Doch Grabowski spricht nur nebulös von einer Mitschuld des Mädchens. Es war am 3. Verhandlungstag, dass ich auf dem Flur hörte, er wollte eine Aussage machen. Ich habe das missverstanden, es ging um jemand anders. Jedenfalls ich hörte mit seinem Anwalt und dem Richter sprechen, er wollte eine Aussage machen. Ich habe gedacht, so, jetzt kommt die neue, jetzt hat er sich die neue Konstruktion gemacht, wieder eine Lüge, was das Kind gemacht hat, was nicht gemacht hat. Und da ging es bei mir irgendwie nur noch, dieser Mund ist, also über meine Tochter wird nicht noch einmal öffentlich hergezogen. Zum ersten Mal kommt es in einem deutschen Gerichtssaal zu einem Fall von Selbstjustiz. Um 9.58 Uhr betritt Marianne Bachmeier den Sitzungssaal des Lübecker Landgerichts. Unter den Zuschauern sind auch die Schüler einer 9. Klasse. Klaus Grabowski sitzt auf der Anklagebank und blickt zum Richtertisch. Aus 3 Metern Entfernung gibt Marianne Bachmeier 8 Schüsse ab. 6 Treffen. Sicherheitskontrollen gibt es keine. Ungehindert kann Marianne Bachmeier die Tatwaffe, eine Beretta Kaliber 22, in den Gerichtssaal schmuggeln. Klaus Grabowski ist sofort tot. Ich hätte dasselbe gemacht, was Frau Bachmeier gemacht hätte. Das hätte ich auch getan. Sie hat ihn im Gerichtssaal geschnappt. Die Frau hat es richtig gemacht. Ich hätte ihn noch das zurück. Ein Unterstützerverein sammelt 100.000 Mark für die schöne Mutter, die ihr Kind gerecht hat. Marianne Bachmeier unterzeichnet einen Exklusivvertrag mit der Illustrierten Stern für 250.000 D-Mark. Das große Interesse der Medien sorgt dafür, dass immer mehr Details über das Vorleben der Marianne Bachmeier ans Licht kommen. Mit 16 war sie zum ersten Mal schwanger, mit 18 zum zweiten Mal. Beide Töchter gibt sie zu Pflegeeltern. Sie arbeitet als Kneipenwirtin, kümmert sich viel zu wenig um ihre 3. Tochter Anna. Auch für sie ist schon eine Pflegefamilie gefunden. Diese Anschuldigung, die dann aufkam, dass sie auch Anna eigentlich hat loswerden wollen, davor konnte sie sich durch ihre Tat dann schützen, indem sie zeigt, dass sie doch bereit war, für ihre Tochter alles zu tun, einen Menschen zu erschießen und eben auch ganz bewusst dann auch eine gewisse Strafe dafür in Kauf zu nehmen. Nur welche Strafe?
Das Landgericht Lübeck führt einen der schwierigsten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Anklage lautet auf Mord. Die Verteidigung fordert Freispruch. Seit die Presse Einzelheiten ihrer Biografie enthüllt hat, sind die Sympathien der Öffentlichkeit für die mütterliche Rächerin merklich abgekühlt. Natürlich muss sie verurteilt werden. Es berechtigt sie noch lange nicht dazu, jemanden umzubringen. Das ist kaltblütiger Mord, nicht? Hinterhältiger Mord. Wenn wir die Blutrache einführen und es nicht zum Urteil kommt, dann sieht es sehr schlecht aus mit unserer Gerichtsbarkeit. Die Staatsanwaltschaft rückt ab vom Vorwurf des Mordes. Heimtücke können die Richter nicht erkennen. Wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes muss Marianne Bachmeier 6 Jahre ins Gefängnis. Ein salomonisches Urteil? Für das Gericht stand fest, Marianne Bachmeier musste bestraft werden, denn es handelte sich um einen Akt der Selbstjustiz. Auf der anderen Seite war das Strafmaß von 6 Jahren an der unteren Grenze. Für Totschlag sieht unser Strafrecht normalerweise 5 Jahre Freiheitsentzug vor, mindestens. Also mit 6 Jahren war man knapp drüber. Nach 3 Jahren Haft kommt Marianne Bachmeier frei. Sie fasst nicht wieder richtig Fuß im Leben. 10 Jahre nach ihrer Freilassung erkrankt sie an Krebs. 1996 stirbt Marianne Bachmeier. Sie wird in Lübeck beigesetzt, neben ihrer Tochter Anna. Unser nächster Kriminalfall. Er handelt von der folgenschwersten Brandstiftung des 20. Jahrhunderts. 27. Februar 1933, 21 Uhr. Feueralarm im Berliner Reichstagsgebäude. Hitler ist seit genau 4 Wochen Reichskanzler. 20 Minuten nach dem ersten Alarm wird ein Tatverdächtiger gefasst. Marinus van der Lubbe, Kommunist, Holländer. In einem Gutachten wurde er beschrieben als ein Einzelkämpfer, der bereit war, gegen alles zu kämpfen, was sich nach Obrigkeit und Autorität angehört hat. Also ein idealer Täter. Aber kann ein Einzelner, noch dazu ein zu 70% Sehgeschädigter, wirklich das ganze Parlament in Schutt und Asche legen? Oder ist van der Lubbe missbraucht worden, als nützlicher Idiot? Unter den ersten Schaulustigen am Brandort sind auch Hitler, Göring und Goebbels. Sie sprechen vom Beginn eines kommunistischen Aufstands, den es zu bekämpfen gelte, mit allen Mitteln. Goebbels schreibt: An die Arbeit, alles strahlt, das fehlte uns noch. Schon am Tag nach dem Brand werden radikale Maßnahmen getroffen. Die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, sie setzt die Grundrechte außer Kraft und führt zu Terror von Staats wegen. Vor allem gegen